Tja, liebe Zuschauer, jetzt in der Sendung dreht es sich um das Thema Licht. Aber nicht zu Hause im Sinne von Lichtschalter ein, Lampe erleuchtet, sondern unterwegs. Na klar, und da ist die Rede von Taschenlampen. Und ich finde, Taschenlampen kann man immer und überall gebrauchen. Egal ob beim Radfahren oder natürlich auch mal so eine Taschenlampe im Handschuhfach oder zu Hause einfach mal für den Fall der Fälle, Stromausfall oder andere Geschichten. Eine Taschenlampe ist eigentlich schon fast Pflichtprogramm. Und wer eine gute Taschenlampe haben will, mit richtig guter Qualität, der kann eigentlich ordentlich in die Tasche greifen, dachten Sie? Dann schauen Sie jetzt mal genau zu, denn wir bei Pearl TV, wir haben tolle Taschenlampen für ganz kleines Geld. Ne? So ist es doch, liebe Vivian. Ja, auf jeden Fall. Und angefangen mit der Stirnlampe. Ja. Ja, die LED-Stirnlampe, die hat 1 Watt. Ja, und sorgt für freie Hände. Für Geocoaching, alle Outdoor-Fans werden begeistert sein. Man kann mit dem Hund Gassi gehen, hat die Hände frei, um vielleicht mal einen Stock zu werfen abends. Ja, oder andere Dinge zu machen, vielleicht mal unterm Auto nachschauen, ob alles okay ist. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Einsatzbereiche. Absolut. Du hast mir ja vorhin auch erzählt, du hast einen Hund, ne? Und gerade dann abends, wenn er nochmal Gassi gehen will oder ihr dann Gassi geht, dann ist es natürlich auch, da hast du in der einen Hand den Hund, also beziehungsweise die Leine, in der anderen vielleicht noch das Handy und wo ist das Licht? Klar, das haben wir ab sofort auf der Stirn. Und das ist nämlich unsere, du hast es gesagt, 1 Watt Premium LED, aber von einem ganz bekannten Hersteller, nämlich Osram. Und da wissen wir, Osram steht für Qualität, für eine High-Power-LED. Die ist richtig, richtig hell. Die ist 50 Mal heller als eine normale LED. Deswegen empfehlen wir Ihnen auch immer, bitte nicht direkt hineinschauen. Aber davon mal abgesehen, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Radfahrer. Ne? Fahrradfahren, dann abends, wenn man dann natürlich nach Hause fährt, dann vielleicht so eine Taschenlampe auf der Stirn ist auch ganz praktisch und vor allem sie richtig robust und spritzwassergeschützt. Also auch wenn es unterwegs mal regnen sollte, kein Problem. Und hier das klassische Beispiel, Stromausfall. Was macht man? Man geht erstmal in den Keller, sucht den Stromkasten, entweder mit einer Kerze in der Hand oder natürlich auch mit unserer Osram LED auf der Stirn. Das ist schon was Tolles, ne? Ich kann das ja auch verstellen, also für jeden Kopf individuell anpassbar. Und ich finde, sowas kann man immer mal dabei haben, oder? Was sagst du? Ja, vor allem ist es ja auch leicht verstaubar. Also wenn man alles zusammenklappt, ist es sehr, sehr, sehr klein. Das passt dann mal gut in die Handtasche oder in den Nachttischschrank, wo man dann gewappnet ist vor dem nächsten Stromausfall und geschützt. Ja, oder einfach zum Gassi gehen mit dem Hund. Für alle Situationen. Genau. 2 Leuchtstärken können wir auch noch einstellen. Einmal 50%, das ist der sogenannte Sparmodus. Und dann natürlich volle Power, wie Sie es hier gerade sehen. Ne? Hier sehen wir das nochmal schön, das ist der Blinkmodus. Wenn ich auf mich aufmerksam machen will, zum Beispiel mal eine Panne gehabt oder so, dann ist es immer ganz wichtig, dass man sich da natürlich auch bemerkbar machen kann. Und wir haben natürlich auch noch eine Kundenmeinung. Hast du Lust, uns die vorzulesen? Ja, H. aus Prenzlau sagt, super Teil, sowie ein unschlagbarer Preis, werde noch weitere bestellen. Mhm. Oder besonders gut gefällt mir die Blinklichteinstellung, so kann man bestimmt gut auf sich aufmerksam machen, falls mal ein Notfall eintritt. GG aus Westerhorn sagt, sehr helles Licht, lange Standzeit der Batterien. Genau, und fokussieren können wir es auch noch, also perfektes Licht, egal auf welcher Distanz, das ist natürlich auch ganz praktisch. Wenn denn der Hund schon mal vorne weg ist, dann kann man immer noch schauen, ja, wo ist denn jetzt der Hund? Ne? Ja, und Leuchtweite bis zu 60 Metern, das ist natürlich schon ein ganz schönes Stück. Ja, da kann man den Hund von der Leine abmachen und auch mal laufen lassen. Genau, also schlagen Sie zu bei unserer LED-Stirnlampe, original von Osram, die LED. Also hier bekommen Sie Qualität für kleines Geld, nämlich für unter 10 Euro. Schlagen Sie zu, denn hier bekommen Sie extrem helles und fokussierbares LED-Licht und das dann natürlich bei voller Bewegungsfreiheit. Das heißt nämlich, ich muss die Taschenlampe nicht in der Hand halten, sondern ich trage sie ja auf der Stirn. Das für ganz kleines Geld mit der NC9079 und der 569. Geht aber auch noch weiter, oder? Jetzt haben wir hier eine richtige Taschenlampe. Die wird jetzt nicht an die Stirn angebracht, sondern das ist so eine reguläre Taschenlampe. Eine ganz herkömmliche Taschenlampe, ganz genau. Die kann man sich ums Handgelenk binden, wie du das auch gerade schon gemacht hast. Auch 1 Watt Premium LED, super hell. Mhm. Eine Leuchtstärke von 80 bis zu 100 Lumen, also wenn sie voll geladen ist. Mhm. Ja, Akku ist natürlich auch vorhanden. Man kann es am Zigarettenanzünder im Auto ganz praktisch laden. Das ist nämlich die Besonderheit. Normalerweise hast du ja Batterien, wo immer Taschenlampen, wo immer Batterien reinkommen, ne? Ja, aber so ist das natürlich viel, viel einfacher. Anschluss ist integriert und dann am Zigarettenanzünder bei der Autofahrt mal schnell laden, bevor man dann noch vielleicht in den Wald geht oder ja, ähnliche Vorhaben hat. Und da ist es natürlich dann super, dort schnell den Akku laden zu können.
Genau, wir denken nämlich an die Umwelt, von wegen hier ständiges Batteriewechsel fällt weg. Ich finde es auch ganz praktisch, dass man hier keine Batterien hat, sondern wirklich Akkus, die ich immer wieder aufladen kann. Vielleicht kennen Sie das klassische Beispiel. Ich habe hier immer so eine Taschenlampe in so einem Küchenschubfach, ne? Und wenn du die dann mal wirklich brauchst, ich meine, wie oft ist mal Stromausfall? Das kann man sich, glaube ich, an allen 5 Fingern abzählen. Und wenn man die dann mal braucht, dann ist meistens die Batterie leer. Ja? Kennen Sie das? Gut. Super. Ab sofort haben Sie nicht mehr diesen lästigen Batteriewechsel, denn das hat hier oder diese Taschenlampe hat einen integrierten Akku. Das heißt, diese Taschenlampe kann ich immer wieder aufladen, ist natürlich auch nicht nur umweltschonend, sondern auch schonend für den Geldbeutel. Denn Batterien muss ich immer wieder neu kaufen und einen Akku kann ich immer wieder neu laden. Und davon abgesehen sieht die auch noch richtig stylisch aus, richtig robust. Kann ich immer hier dabei haben, selbst für Frauen, das passt locker mal in die Handtasche. Das wollte ich auch sagen, ganz genau. Passt super in die Handtasche, ist ganz schnell griffbereit. Ja. Ja, und hochwertig verarbeitet, wie man sieht, da passiert nichts. Genau, hochwertig robuster Korpus aus Aluminium und damit sind sie einfach immer auf der sicheren Seite. Ich fühle mich immer viel sicherer, wenn ich auch mal so eine Handtasche, eine Lampe in der Handtasche habe oder vielleicht auch eine Handtasche in der Lampe, warum auch nicht. Schauen Sie mal, wie hell das Licht ist, das ist wirklich Wahnsinn und das natürlich für ganz kleines Geld. Auch hier für unter 10 Euro für eine richtig robuste Taschenlampe. Ich leuchte jetzt nochmal direkt in die Kamera, also die macht schon richtig helles Licht. Auch hier empfehlen wir natürlich nicht direkt hineinzuschauen. Und hier bin ich auf der sicheren Seite. An Ihrer Stelle vielleicht sogar 2-3 Stück bestellen. Ostern kommt ja fürs Osternnest. Ne? Für die Enkelkinder vielleicht oder generell die Kinder, ja. Kleiner Bruder. Wenn man abends mal zelten will, ne? Die Kinder, die zelten ja auch ganz gerne mal. Vor allem die Jungs haben da ja immer so viel Spaß. Gruselgeschichten. Ja, im Zelt. Mhm. Also schlagen Sie zu mit der NC6577 und der 569, schreibt übrigens auch WN aus Düsseldorf. Die ultrahelle Taschenlampe hat meine Erwartungen übertroffen. Super Qualität, absolut empfehlenswert. Und aus Berlin kommt noch eine Meinung. Tolle Lampe, ideal fürs Auto, passt wunderbar ins Handschuhfach. Sie ist sehr handlich und griffig, komplett aus Metall, sehr gutes, helles Licht und so weiter und so fort. Denn wir sind ja schon bei unserer nächsten Taschenlampe und Sie sehen es, die wird jetzt schon ein Stückchen größer, ne? Also noch professioneller sozusagen. Genau, das ist die 10 Watt Taschenlampe, auch wieder LED. Ja, und da ist natürlich ein bisschen mehr, ist mehr so für Extrembedingungen, ist auch wieder höchst robust und funktional. Und hier sind auch noch 5 Lichtmodi vorhanden. Ja, soll ich die mal zeigen? Ja. Das ist einmal das ganz Starklicht. Also mit 100%, ne? Genau, 100% Leistung. Die SOS-Funktion. Warte, suche ich. Ja. Das wäre jetzt Stroboskop. Partylicht. Und dann haben wir das ist hier, was du gerade gesagt hast, die SOS-Funktion. Also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Autopanne hatte und möchte mich aufmerksam machen, dann verwende ich dieses SOS-Lichtsignal. Ja, dann gibt's. Wie gesagt, noch 2 energiesparende und Stroboskop. Genau, auch hier handelt es sich wieder um absolute, hocheffiziente LEDs, die natürlich sehr, sehr leuchtstark sind. Das habe ich Ihnen ja gerade gezeigt. Und 10 Watt ist natürlich eine ganze Menge, liebe Zuschauer. Da brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, dass Sie hier nicht unmittelbar hineinschauen sollen. Also die haben eine Leuchtkraft, das ist sensationell. Und wenn 700 Lumen. Ja, 700 Lumen ist richtig, richtig hell. Das muss man sich mal wirklich, das sieht man hier auch schön. Ne? Also wir sind jetzt hier im Keller, da ist Stromausfall und jetzt sieht man hier schön, wie man wirklich den ganzen Keller damit beleuchten kann. Das ist schon Wahnsinn. Auch hier haben wir einen richtig robusten Aluminiumkörper und das für kleines Geld für unter 40 Euro. Die hat ursprünglich mal knapp 70 Euro gekostet. Da wissen Sie wirklich, dass Sie hier Qualität nach Hause bekommen. Das sieht so ein bisschen aus, ja, das hat so ein Police-LED-Design, wie in diesen ganzen Polizeifilmen. Ne? Da rennen die ja dann auch mit dieser Taschenlampe rum. Ich zeige Ihnen auch mal hier, wie man das fokussieren kann. Klack, klack, klack. Und da sieht man hier jetzt auch schön diese LED, wie eckig die ist. So, und jetzt fokussiere ich das mal. Also hier auch wieder ganz klassisches Beispiel. Hund ist weggelaufen. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Genau, und da kann ich das Licht hier fokussieren. Und das ist schon Wahnsinn, dass wir das hier überhaupt sehen können, weil normalerweise haben wir ja schon richtig helle Studiobeleuchtung. Und normaler, mit einer ganz normalen Taschenlampe würde man da gar nichts mehr sehen. Aber hier sehen Sie schön den Leuchtkegel. Das steht natürlich für Qualität, ganz klar. Und das für kleines Geld, wir haben es gesagt, für unter 40 Euro. Da heißt es auch hier zugreifen. Und das mit welcher Bestellnummer? Ja, und das mit der Bestellnummer, das ist die Sekunde NX2002569. Genau, super stark und absolut wetterfest, unsere LED-Taschenlampe für extreme Bedingungen. Ja, jedes Produkt hat eine andere Artikelnummer, da kann man schon mal hier wirklich
Das kann für Verwirrung sorgen. Also schlagen Sie hier zu oder Sie sagen, das mit dem Akku hat mir so gut gefallen. Also ich finde es ja auch ganz toll, wenn man zum Beispiel eine Taschenlampe, wenn man da nicht die Batterien wechseln muss, sondern wenn man einfach den Akku immer und immer wieder auflädt. Und ganz zufällig haben wir sowas auch, oder? Ja, ganz genau. Und da kommen wir zur LED-Taschenlampe TRC 140. Mhm. Auch hier 10 Watt mit Akku. Ja, ein bisschen kleiner. Trotzdem sehr extrem leuchtstark und temperaturbeständig. Ja, 840 Lumen. Also ich denke auch mal, das ist eine ganz schöne Menge, wie man da auch schon sieht. Absolut. Also wenn man mal das Vorgängermodell vergleicht, das war ja ein bisschen größer. Und jetzt haben wir eine kleinere Taschenlampe, die hat noch mehr Lumen, also die ist noch heller, hat einen integrierten Akku. Und ist viel, viel kleiner. Ja, viel, viel kleiner. 10 Watt, schauen Sie mal, wenn ich jetzt direkt in die Kamera leuchte. Achtung. Da, da. Dann ist sie wirklich ultra hell. Und das ist schon genial, weil ich finde, schauen Sie mal, wie klein die ist. Das ist genial, die passt überall hin in die Handtasche, ins Handschuhfach. Hat natürlich auch hier wieder die Handschlaufe und den Gürtelclip, ne? Für die Männer, wir Frauen, wir tragen das ja ganz gerne so leger und ums Handgelenk. Die Männer mögen es dann immer cooler, hier so an der am Gürtel direkt dran. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Und jetzt hier der Akku oder beziehungsweise Akku-Aufladegerät, das liefern wir Ihnen mit. Da packt man dann einfach nur den Akku hinein und kann ihn immer wieder aufladen. Tolle Geschichte, vor allem ist diese Taschenlampe richtig robust. Also ne, unser Carsten Spengemann, der wirft unsere Taschenlampen ja regelmäßig gegen die Wand. Und es sind übrigens war übrigens auch diese Taschenlampe und Sie sehen es, sie funktioniert wunderbar. Dann haben wir hier auch wieder diese verschiedenen Modi, ne? Genau, die 5 verschiedenen. Also einmal 100%, 50%, dann 10% ist so ein bisschen Energiesparmodus und natürlich SOS und das Stroboskop. Ja, soll ich mal die Taschenlampe werfen? Werf sie mal. Sie funktioniert immer noch. So, gut, jetzt habe ich einen auf den Spengeln gemacht. Wenn das nicht Beweis genug ist. Ja, ich denke auch, weil normalerweise wäre jetzt, jetzt habe ich reingeschaut, bei herkömmlichen Lampen wäre jetzt, glaube ich, schon das Glas kaputt. Aber das ist eine richtige Outdoor-Taschenlampe, die sollte sowas schon aushalten. Probieren Sie es mal zu Hause mit Ihrer Taschenlampe, wenn die dann kaputt geht, wissen Sie, okay, die taugt nichts. Greifen Sie zu, auch die hat nämlich eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Überleg mal, 300 Meter, so weit kann man damit leuchten. Das ist ja schon fast, ja. Profi-Werkzeug. Ja, das ist Profi-Werkzeug. Wasserfest ist sie außerdem auch noch. Und hier, die hat man einfach immer mit dabei. Fokussierbar ist sie natürlich auch. Perfektes Licht für jede Distanz. Also ich würde nur sagen, einfach zugreifen. Also weil die ist ultra hell, die ist richtig robust. Ich kann sie nachher auch gerne nochmal gegen die Wand werfen, wenn Sie das wünschen. 120 Gramm wiegt sie gerade mal. Also ist sie natürlich auch ein sehr frauenfreundliches Modell, weil sie natürlich sehr leicht ist. Und auch hierzu haben wir ein paar Kundenmeinungen. MH aus Gera schreibt uns, als leidenschaftlicher Geocacher habe ich eine leistungsstarke Lampe gesucht und in dieser Lampe gefunden. Ihre überragende Lichtleistung kann mit Markenlampen ihresgleichen auf jeden Fall mithalten. Egal ob Flächenbeleuchtung oder Punkt in großer Entfernung, Bedienung ist sie kinderleicht. Die Lampe lässt keine Wünsche offen. Klasse Teil, werde sie mit Sicherheit weiterempfehlen. Vielen Dank, Pearl TV. Ja, wir haben zu danken. Ich meine, klar, bei so einer Taschenlampe, da überlege ich auch nicht lange. Das ist Qualität. Zum kleinen Preis, unter 60 Euro. Und wenn ich sage Qualität, dann werfe ich sie einfach nochmal gegen die Lampe und dann wissen sie, was Qualität ist. Definitiv. Wo würdest du sie überall dabei haben? Auch im Handschuhfach, ne? Ja, im Handschuhfach oder in der Tasche. Wie gesagt, damit sie immer griffbereit ist, wenn man mit dem Hund Gassi geht. Wenn ich mal Gassi gehe und mein Hund, der hört nämlich nicht so ganz gern, wenn er dann mal was rumflitzen sieht im Feld oder im Wald. Ja, und da ist so eine leistungsstarke Taschenlampe natürlich vom Vorteil und ich erkenne ihn direkt. Und weiß, dass nichts passiert. Genau. Also zuschlagen unbedingt für unsere Taschenlampe bestellen. Immer blenden wir ihn gerade ein. Das ist die NX2018 und die 569. Wir empfehlen ihn noch zu allen unseren Taschenlampen. Bitte schauen Sie nicht direkt hinein. Unsere Kamerafrau hat gerade schon diesen gemacht. Bei unserer nächsten Lampe kann ich auch verstehen. Denn das ist ein sogenannter Handstrahler. Und die, Sie sehen es ja schon, die ist richtig, richtig hell. Warum? Weil die jetzt nicht nur eine LED integriert hat, sondern 4 kleine LEDs. Und die haben es richtig in sich. Die sind effizient, leuchtstark und natürlich auch ist die Taschenlampe an sich richtig robust. Und ich glaube, hier die Bilder, die sprechen für sich. Das hat ja schon fast wie so was von so einem LED-Fluter auf einem Fußballfeld. Schauen Sie sich das mal an. Wir beleuchten hier unseren ganzen Parkplatz damit. Boah,
Guck dir das mal an, Vivian. Hammer, oder? Das ist absolut der Wahnsinn. 2000 Lumen. Also welche von den Autos ist deine? Meiner? Keiner von denen. Also wahnsinnig, wie hell das hier auch ist. Ich meine, wir stehen hier auf dem Balkon. Ich glaube, das ist nochmal 300 Meter Entfernung, oder? Auch nicht, ich weiß es gar nicht. Ich bin so schlecht im Schätzen. Auf jeden Fall ist es richtig hell. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist genial. Auch hier kann ich natürlich wieder verschiedene Modi wählen. Dimmbar ist sie außerdem auch noch. Und wir haben natürlich auch hier wieder die Funktion eines Stroboskops. Also diese Bilder, ich bin absolut beeindruckt. Schlagen Sie zu, denn auch hier liefern wir Ihnen eine Akkuladeschale mit. Ich beleuchte sie auch extra mal. Ich habe jetzt gerade aussehen hineingeschaut, es ist wirklich nicht empfehlenswert. Aber diese Handlampen sind schon was Schönes, ne? Die hast du immer griffbereit. Habe ich auch hier extra für so einen Haltegriff. So. Oder natürlich auch die robuste Handschlaufe. Also die sind auch richtig robust gemacht. Richtig massiv. Richtig massiv, ne? Wenn man die anhebt, merkt man das schon. Hammer. Auf jeden Fall. Auch von der Bedienung richtig leicht. Hier oben haben wir den An- und Ausknopf. Jetzt lasse ich sie mal kurz aus. Hier sehen wir jetzt diese vier kleinen LEDs und dadurch, dass wir hier vier LEDs integriert haben und eingebaut haben, dadurch ist sie natürlich auch richtig hell. Ich glaube, wenn ich jetzt anmachen würde, dann würden wir nur noch, wir wären verstrahlt. Was ich auch sehr, sehr schön finde, sind hier diese Handschlaufen aus Leder. Ja, das ist Qualität. Ja, ne? Qualität und sieht stylisch aus. Was will man mehr? Die hier, meine Vivian, das ist unsere Handschlaufe, die ist aus Leder gemacht und dadurch bin ich natürlich auch auf der sicheren Seite, dass es nicht mal eben abreißt. Ne? Die Taschenlampe ist ja jetzt schon ein bisschen schwerer als die Modelle, die wir Ihnen davor präsentiert haben. Und da braucht man natürlich auch jetzt hier eine richtig robuste Handschlaufe. Ich glaube, wenn ich die jetzt gegen die Wand werfe, dann haben wir ein Loch in der Wand. Deswegen lasse ich das lieber. Gehören alle zur Energieeffizienzklasse A. Und diese Lampe hat eine Nennlebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Das heißt, die kauft man sich einmal und braucht sich eigentlich nie wieder eine andere Lampe kaufen, ja? Ja, so sollte es ja eigentlich auch sein. Wenn man schon sagt, ich schaffe mir jetzt eine Handlampe an, die soll einiges aushalten, dann soll die natürlich auch ein paar Jahre und einige Zeit überleben. Absolut richtig. Hast du eigentlich Taschenlampen zu Hause? Ja, aber mehr so diese kleinen, die man in der Handtasche verstauen kann. Also da waren die Modelle vorher schon mehr so in meiner Richtung. Und auch so ganz klassisch mit Batterie und immer leider wieder wechseln. Ja. Leider, leider ja. Okay, dann wissen wir ja jetzt, was Vivian ab sofort hat, wenn sie mit dem Hund Gassi geht, nämlich unsere Strahler, die man immer wieder aufladen kann. Ist schon eine geniale Sache, weil für unter 130 Euro, schauen Sie sich mal bitte diese Lichtausbeute an. Die sind richtig, richtig hell. Schlagen Sie unbedingt zu. Bestellen wir mal hierfür ist die NX2389 und die 569. Die hat übrigens vorher mal knapp 370 Euro gekostet. Da wissen Sie, was Sie hier sparen. Das ist unser Pearl TV Sonderpreis und ich glaube 2000 Lumen. Das haben wir Ihnen gerade gezeigt, wie hell so etwas sein kann. Also auch hier bitte nicht direkt hineinschauen und bitte auch nicht direkt in die Hände von kleinen Kindern. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Taschenlampe. Und die kennt man ja auch so aus diesen ganzen Hollywood-Filmen, ne? Diese ja, riesen von den Cops, die dann rumrennen und alles. Ja, oder diese Nachtwärter, die durch den Park immer laufen, ne? Die machen richtig helles Licht. 11.000 Lumen. Kannst du dir das vorstellen? 11.000 Lumen? Das ist absolut der Wahnsinn. Aber man sieht ja auch, wie leuchtstark die ist und was für ein helles und grelles Licht das ist. Ja, da zeigt sich auf jeden Fall, dass da eine Menge hintersteckt. Guck mal, bin ich komplett weg, wenn ich hier einmal richtig in die Kamera leuchte. Ist der Hammer, oder? Absolut. Also die ist jetzt hier auch schon richtig robust gemacht. Also das ist eine Taschenlampe für Extrembedingungen. Die ist staubdicht und natürlich auch wasserfest. Die hat eine Schutzklasse nach IP67. Und die ist sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen gedacht. Also wenn die versehentlich mal ins Waschbecken fällt, nicht traurig sein, geht trotzdem noch. Und auch die hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Das ist wahnsinnig hell. Also da macht man jeder Straßenlaterne Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall. Eine Reichweite von 300 Metern ist natürlich absolut der Hammer, aber es gibt auch drei Helligkeitsstufen. Das ist eine Strobo, Flashlight, das SOS-Signal und das ganz normale Licht natürlich. Genau, das sieht man hier wunderbar gerade in dem Film. Jetzt zeigen wir Ihnen gerade das SOS-Signal, also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und dann natürlich auch noch das Stroboskop. So, das ist das Stroboskop. SOS. Und das ist natürlich die 100% Leuchtkraft. Also Sie sehen es, hier fehlt es wirklich an nichts, wenn ich es jetzt nochmal ausschalte.
Einfach damit unsere Kamerafrauen nachher nicht blind aus der Sendung gehen. Dann sieht man auch hier nochmal schön die LEDs, die hier integriert sind. Also das ist schon eine geniale Sache. Vor allen Dingen auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, das Ganze aufzuladen. Wir liefern Ihnen die Ladeschale auch mit, also die Akkuladeschale. Und das ist, diese Taschenlampe ist auch unverwüstlich. Also das ist wirklich so eine richtig robuste Taschenlampe. Ich glaube, wenn ich die als Frau in meiner Handtasche habe, dann fühle ich mich auch sicherer, weil ich genau weiß, wenn mir hier jemand komisch kommt, dann... Kann ich dir mal schnell über den Kopf hauen, ne? Ja, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ja, du hast vollkommen recht, Vivian. Also schlagen Sie hier zu, denn ich glaube, hier bekommen Sie wirklich Qualität. Damit haben Sie nicht gerechnet, weil... Hier im Studio das zu zeigen, ist ja schon mal Wahnsinn, ne? Weil wir haben ja hier diese Studiobeleuchtung, aber wenn Sie die erstmal zu Hause austesten, lassen Sie mal das Licht aus und testen Sie mal diese Lampe aus, es ist genial. Und Sie wissen ja, LEDs verbrauchen auch so gut wie nichts und deswegen schlagen Sie hier zu mit der NX2308 und der 569 für unsere ultrahelle Aluminium-Taschenlampe, die ist 30 cm lang und kommt gerade mal für unter 100 Euro zu Ihnen nach Hause. Zuschlagen NX2308 und die 569. Ich denke auch, dass so eine Taschenlampe, die kann man auch gern mal weiter vererben. Ja, also mit so einer Nennlebensdauer von 20.000 Stunden und mehr ist das natürlich auch, ja, die kauft man sich einmal und hat eigentlich ein Leben lang von Freude. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Taschenlampe. Gott, ich traue mich die schon gar nicht anzumachen. Ich glaube, unsere Kameraleute, die stehen alle gerade so hinter der Kamera. Ich muss das aber kurz anmachen. Liebe Kamerafrau, Augen zu, denn... Diese Taschenlampe hat 18.000 Lumen. Guck mal hier, wenn ich das in die Kamera halte, man sieht gar nichts mehr. Man sieht nichts mehr. Jetzt halte ich das mal kurz weg und ärgere die andere Kamerafrau. Die ist staubdicht, die ist wasserfest. Auch hier hat die eine Schutzklasse von IP67. Und auch diese ist natürlich geeignet, um das Ganze mal kurzzeitig unterzutauchen. Und wenn man mal sieht, die ist hier 39 cm lang. Ja, also das ist schon... Ja, da fühlt man sich sicher als Frau auch mit dieser Taschenlampe. Und hier habe ich ja auch die Möglichkeit, dass ich gar keine Batterien mehr brauche, oder? Ja, weil auch hier wieder das Akkuladegerät ist. Ja. Ja, und eine Reichweite von 500 Metern. Ich glaube, das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen. Das ist ein halber Kilometer. Das ist echt absolut der Wahnsinn. Da sieht man alles. Wahnsinn. Also schlagen Sie hier zu unter der Bestellnummer NX23. Ich müsste sie vielleicht ausmachen. 2309 und der 569. Jetzt schraube ich sie mal auf, damit wir uns die ganze Geschichte auch mal von innen anschauen können. So, bitteschön, das sind die Akkus. 2, 4. Mehr kommen nicht mehr. So, 4 Akkus lade ich hier dann natürlich mit dieser Ladeschale auf. Und dann kann ich sie immer wieder verwenden. Das heißt, dieser lästige Batteriewechsel fällt hier vollkommen weg. Und ganz ehrlich, 500 Meter Reichweite von dem Licht. Wow. Guck dir das mal an, wir beleuchten hier absolut ein komplettes Feld. Ist ja der Wahnsinn, oder? Ja. Da denkt man, das ist wieder auch hier so ein LED-Fluter von einem Fußballstadion. Ist ja der Hammer, oder? Wahnsinn. Schlagen Sie zu, denn für, unter 150 Euro, es fehlt einfach an nichts. Sie ist ja richtig robust. Auch wenn man jetzt mal wirklich, so, es gibt ja viele, die auch ganz gerne mal so eine Wanderung unternehmen. Ne? Auch mal so bei Nacht und dann mit Zelten und übernachten. Finde ich das auch, oder campen. Ne? Campen. Klar. Wenn du eine Nacht mal auf öffentliches WC musst, damit fühlt man sich auch sicher, weil man hat einmal das Licht und natürlich auch mit 39 cm Länge fühlt man sich dann auch definitiv sicher. Vor allem als Frau. Mhm. Auch hier haben wir eine Artikelnummer für Sie. Ja, das ist die NX2309569. Genau. Also ab sofort sehe ich schon die Vivian, die geht mit ihrem Hund Gassi und dann hat sie unsere Pearl TV Taschenlampen mit dabei. Du würdest auch zu denen greifen mit den Akku auf Ladestation, oder? Ja, auf jeden Fall. Das mit den Batterien ist ja ziemlich lästig. Und ich meine, wer kennt das nicht? Meistens ist es so, dass man die Taschenlampe genau dann braucht, wenn man keine Batterien im Haus hat. Mhm. Und dann denkt man sich, oh, jetzt muss ich nochmal fahren oder muss die Batterien wechseln, wenn schon der Stromausfall quasi geschehen ist. Mhm. Und dann finde ich natürlich die Batterien in der Schublade dann auch nicht mal so schnell. Und mit dem Akku ist das natürlich alles viel, viel einfacher. Geht viel schneller und vor allem ist es auch ökonomischer. Eben. Mir geht es auch immer so, ich denke mal, ich habe die Batterien zu Hause und wenn ich dann ins Schubfach schaue, dann habe ich zwar Batterien, aber da gehören dann andere Batterien rein. Also das übliche Problem. Dann ist es vielleicht nur Sonntag und dann gehe ich zur Tankstelle, dann bezahle ich das Doppelte und Dreifache für Batterien. Das muss ja nicht sein. Also schlagen Sie hier zu, ist eine wirklich geniale Geschichte mit unseren LED-Taschenlampen. Sie wissen, LEDs verbrauchen so gut wie nichts. Mir ist auch schon häufig passiert, dass ich dann wirklich zu Hause angekommen bin, wollte Schlüssel natürlich Tür aufschließen und dann plötzlich Schlüssel fällt runter. Es ist
stockduster, keine Lampe in der Nähe. Und wenn ich dann natürlich so eine Taschenlampe habe, dann weiß ich genau, wo ist der Schlüssel hingefallen. Hier die Bestellnummer nochmal für unsere 15-fach Cree LED eingeblendet. Und Sie sollten jetzt schon mal bestellen, denn für dieses kleine Geld verspreche ich Ihnen, Sie werden begeistert sein, wie auch all unsere Kunden, zum Beispiel WS aus Wiesbaden. Die Lampe ist wirklich toll. Sehr gut ist, dass gleich die Akkus und das Ladegerät mit dabei sind. Genau, denn an anderer Stelle muss man das nämlich noch extra dazu kaufen. Ja, ja. Und hier ist alles direkt. Wir fassen zusammen, würde ich sagen. Angefangen haben wir mit unserer wunderschönen Stirnlampe. Das heißt, freie Hände zum Beispiel beim Fahrradfahren. Du hast gesagt, wenn man mal mit dem Hund Gassi geht, ne? Oder unterm Auto mal nachschaut, ob alles okay ist, gerade für die Männer. Da kann man alles mitmachen. 50 mal heller als normales LED-Licht, das durch die Osram-Technologie. Und das alles unter der Bestellnummer NC9079569 und das zum Preis von 9,90 Euro. Genau, ganz kleines Geld. Auch eine nette Idee zum Beispiel für Ostern. Vielleicht haben Sie auch Fahrradbegeisterte Fans in der Familie, da ist das auch ein schönes Geschenk. Dann ging es weiter mit unserer Kfz-Taschenlampe. Aber warum Kfz, also fürs Auto? Ganz einfach. Die kann man nämlich aufladen direkt am Zigarettenanzünder. Die braucht keine Batterien, die hat auch einen integrierten Akku und der wird einfach am 12-Volt-Zigarettenanzünder im Auto wieder aufgeladen. Tolle Geschichte, sieht natürlich auch sehr wertig aus. Sie sieht nicht nur wertig aus, sie ist wertig. Und für kleines Geld, nämlich für unter 10 Euro, kommt die mit der NC6577 und der 569 zu Ihnen nach Hause. Als nächstes kommt die LED-Taschenlampe mit 10 Watt. Für Extrembedingungen, wie wir eben auch schon gesehen haben, höchst robust, also da kommt so schnell nichts dran und wetterfest, man braucht sich keine Sorgen zu machen, man ist in jeder Situation gut gewappnet und gesichert und das ist alles unter der Bestellnummer NX2002569 und das für unter 40 Euro. Genau. Und das Ganze gibt es natürlich aber auch mit Akku, unsere LED-Taschenlampe. Auch 10 Watt, super stark und ein Hochleistungsakku, das ist die Taschenlampe für Extrembedingungen. Hier spart man sich allerdings immer den Batteriewechsel, denn wir haben Akkus integriert, die werden dann natürlich aufgeladen mit einer Akkuladestation, die wir Ihnen natürlich auch mitliefern. NX2018 und die 569 und das halten sich fest für unter 60 Euro. Handschlaufe ist dabei, natürlich auch der Gürtelclip, alles was das Taschenlampenherz begehrt. Ja, als nächstes war dann der LED-Handstrahler, mal ein bisschen mehr Licht noch als die gewöhnlichen Taschenlampen normal haben. Quasi ein bisschen ist untertrieben. Ja, quasi eine richtige Lichtkanone, kann man sagen, mit ganzen 2000 Lumen, auch mit Akku. Ja, und da wird jede Nacht hell quasi, das alles unter der Bestellnummer NX2389 und der 569. Ja, und das auch für unter 130 Euro. Dann hatten wir noch unsere ultrahelle Aluminium-Taschenlampe. Die ist 30 cm lang und wenn ich von ultrahell rede, dann meine ich auch ultrahell, nämlich 11.000 Lumen. Die ist unverwüstlich, denn die hat ein super wertiges Aluminiumgehäuse und wie gesagt, von der Leuchtkraft her, bitte nicht direkt hineinschauen. NX2308 und die 569. Sonst bekommen Sie die normalerweise zum regulären Preis von unter 140 Euro, aber wenn Sie jetzt bestellen, zum Pearl TV Sonderpreis von unter 100 Euro. Und damit kommen wir zu einer wirklich richtig hochleistungsstarken Taschenlampe. Ja, ganz genau. Und das war die letzte, die 39 cm lange Taschenlampe mit 15-fach Cree. Ja, drei Helligkeitsstufen, 18.000 Lumen und einem halben Kilometer Reichweite. Also ich denke, dass das auf jeden Fall ordentlich ist und das ist eine der stärksten von Cryolights unter der Bestellnummer NX2309569 und das Ganze für unter 150 Euro. So, das waren unsere Taschenlampen. Ich glaube, wir haben Ihnen tolle Taschenlampen gezeigt für jeden Geldbeutel, für jeden Anspruch eigentlich, egal was, ob Sie jetzt in der Nacht nochmal joggen wollen oder mit dem Hund Gassi gehen oder Fahrrad fahren. Da ist wirklich für jeden was dabei. Das Einzige, was Sie jetzt noch tun müssen, richtig bestellen, entweder anrufen unter der 0180 51 51 und 3x2 oder Sie bestellen ganz bequem online unter www.pearl.tv. Sie wissen ja auch, ab 150 Euro fallen auch die Versandkosten weg. Und egal, ob Sie heute Morgen schon bestellt haben, Nachmittag, abends, wann auch immer, das Schöne ist, wir
fassen ihre Bestellungen zusammen und egal wie oft sie an einem Tag bestellen, sie bezahlen ja nur ein einziges Mal bei uns Versandkosten. Und das finde ich so toll. Wenn du fünfmal am Tag irgendwo Schuhe bestellst, dann muss man auch fünfmal die Versandkosten zahlen, ne? Leider ja, da überlegt man sich das dreimal, ob man dann wirklich schon bestellt oder nicht. Und das muss man hier nicht. Also ran ans Telefon, zögern Sie nicht lange. Das sind unsere ultrahellen Taschenlampen für ganz kleines Geld. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß und vor allen Dingen helles Licht. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.